Sziasztok! Und auch heute lege ich die Karten für dich. Und zwar, ich bringe jetzt heute mal eine andere Kartendeck mit. Und zwar, ich bringe hier diese schöne, was sind das? Skat und Lenormand zugleich. Also ich finde die wirklich mega. Ich glaube sogar von der blauen Eule. Ja, konzentriere dich und sende mir deine Gedanken zu, eine kleine, kurze Legung. Was sollst du hier auch wirklich wissen? Oh, da kommt die Weisheit. Also für dich kommt wirklich die tiefe Weisheit, was ich jetzt hier wirklich sehe. Und es geht hier auch ein Stück weit wirklich darum, ja, dass du so in dein Neubeginn kommst, wonach du dich sehnst, oder vielleicht auch dein Herzensmensch, dein Mr. Right, der sehnt sich nach einem Neubeginn, was er gerne aufbauen möchte. Ich sehe jetzt hier, wie gesagt, auch romantische Gefühle für dich, was auch immer wieder jetzt noch mal hochkommt. Und wie gesagt, hier die Schlange spielt auch eine Rolle, und es spielt auch eine Rolle, wie gesagt, hier, also die Hoffnung, der hat noch nicht die Hoffnung ganz aufgegeben. Es zeigt sich hier auch der Universum, ne? Und die Sterne und die Ängste, allerdings Sterne und Ängste. Also ist alles da, aber nicht negative Ängste, sondern positive Ängste. Also so ein positives Gefühl, so ein mulmiges Gefühl, Herzensgefühl. Herzensgefühl, und also ist hier wirklich Bewegung drin. Bewegung drin. Er bewegt sich, guck dir das mal an, nach seiner Transformation. Bewegt er sich nach vorne. Er bewegt sich nach vorne. Und ich sehe jetzt hier schon, also die Beständigkeit. Und es geht hier auch wirklich aufwärts mit euch zwei. Ich lege jetzt die Karten für dich aus. Ich lege jetzt die Karten für dich aus. Das sind auch diese schönen Lenormand-Karten. Ja, also da sehe ich schon, ne, dass du das auch magst. Ja, schreib auch gerne so in der Kommentare, was du auch wirklich wissen sollst hier. Ne? Du schreibst mir am besten in der Kommentare, wie du hier mit resonierst, wie du in der Resonanz gehst mit den Karten. Ja, wundervoll. Wundervoll. 2, 4, 6, 8, 9. Ja, 4 mal die 9 ist 36, ja. Tja, so, was macht dein Mister und der Reiter, der Mr. Rider, der Rider, ja? Das sind wirklich schöne Karten. Ich mag die total. Und ja, weil die halt so verspielt sind. Dass ich finde, also auch wirklich so klein, handlich, aber auch schön verspielt und so, ne? Finde ich schon toll. Ich finde das schon toll. Mhm. Ja. So. Also soweit ich das hier wirklich sehen kann, also der sucht nach einer Lösung, und das wird er auch finden. Also er wird die passende Lösung
für eure Situation finden. Da bin ich mir sogar sicher. Und das ist doch gut, weil, ja, du weißt ja schon Bescheid, ne? Also es geht auch hier ein Stück weit wirklich darum, ja, dass man erkennt, dass man alles tun kann im Leben, ne? Aber wenn man auch alles tut, trotzdem ist es wichtig, dass man ganz bei sich selber bleibt, ne? Trotzdem, dass man sich selber treu bleibt und ja, das ist das A und O. Also, es kommt was in der Bewegung, so nehme ich das Ganze jetzt hier, aber kommt was in der Bewegung, was Lösung verheißt. Auf jeden Fall, so nehme ich das wahr, er wird etwas für sich selbst entdecken, wo er sagt, ja, das könnte klappen. Das könnte die Lösung für mein Problem sein. So nehme ich das jetzt hier wirklich. So nehme ich das wahr. Also das Glück liegt in der Öffentlichkeit. Und ja, das Glück liegt wirklich in der Öffentlichkeit. Und ich kann dir wirklich sagen, dass er dir treu ist und auch Sehnsucht nach dir hat. Also auf jeden Fall, der hat Sehnsucht nach dir. Das kannst du mir glauben. Und er möchte im Grunde ankommen, der will das. Der will das, der hat ja wirklich hier Aufbruchstimmung. Und ja, Der macht sich sehr viele Gedanken diesbezüglich. Also das lässt ihm ja überhaupt nicht kalt. Ne? Also ich sehe das jetzt hier schon. Er möchte auch, dass das alles heilt, auch seine Gedanken heilen und so weiter. Ne? Und der hat aber so eine tiefe innere Weisheit in sich. Ne? Und da bin ich mir sicher, der kann das zwar nicht erklären, was, aber der hat so eine tiefe innere Weisheit in sich, dieser Herzensmensch. Also ist schon eine weise Seele. Und im Grunde geht es darum, im Grunde geht es wirklich darum, wenn er ankommt, dass der bestimmte Dinge erstmal heilt. Ne? Und ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass er bestimmte Dinge auch wirklich heilt und auch transformiert, also diese Verletzungen auch transformiert und ja, und auch in der Romantik, also das ist immer wieder eine Herausforderung, dass er das auch in der Romantik, wie gesagt, auch heilt, ne? Und das wird er auch. Das wird er auch. Also da findet eine tiefgreifende Prozess in diesem Menschen, in dieser Seele statt. Da bin ich mir sogar wirklich ziemlich sicher, dass das eine tiefere Ursache hat. Definitiv. Und die Verletzungen haben was wirklich in der Romantischen auch wirklich mit ihm zu tun. Ne? Und ja, also vielleicht war der auch wirklich enttäuscht und daraus resultiert auch seine Angst. Deswegen verbietet er sich das auch und da bin ich mir sogar sicher, dass das so eine Konditionierung ist, dass er das deswegen verbietet, weil er schon eine schlechte Erfahrung hat in seinem Leben. 100%, das hat damit zu tun und ja, also ich denke schon. Ich denke schon, dass es damit also zusammenhängt zwischen euch beiden. Und ja, das hinterlässt auch bei ihm. Ja, also so ein Erkenntnis in der Liebe. Er erkennt etwas aus so was Tiefgreifendes, denke ich, der
der erkennt so sein inneres Kind, wonach er sich auch sehnt, nach Bewegung, nach Leichtigkeit, ja. Und ja, er muss halt etwas loslassen, er muss halt etwas wirklich auch wirklich transformieren, ne? Und das wird er auch. Also die Falschheit, also die falschen Gedanken muss er loslassen. Und der muss sich auch vom Universum so ein bisschen leiten lassen, so nehme ich das jetzt hier wahr. Also mehr in seine eigene Kraft zu kommen. Ne? Und ja, also wenn der in seine eigene Kraft ist, dann hat er auch so dieses Aufbruchstimmung, da steht er auch für sich selber ein, so nehme ich das jetzt wahr. Und das ist auch wichtig, weil wenn wir in uns ruhen, dann haben wir auch diese ganz spezielle Kraft in uns, dann trauen wir auch, und so ist das auch bei deinem Herzensmenschen, dann ist er auch selber in seine Beständigkeit, dann ist er auch treu zu sich selber. Und da ist er auch wirklich, da weiß er auch, dass das hier Potenzial hat mit euch zwei. Also öffentlich will der definitiv hier wirklich einen Neuanfang haben, da bin ich mir sogar sicher. Und ja, und wenn es sich das auch immer wieder verboten hatte, trotzdem wird ihm das nochmal gespiegelt, dass der selber so sein Hindernis ist, so selber so sein Berg ist, ne? Und ja, das muss er hier wirklich auch überwinden. So nehme ich das jetzt, das Ganze hier wahr, dass er das auch wirklich lösen kann. Und dass er das auch wirklich überwinden kann, ne? Und ja, ich freue mich wirklich, dass hier so eine Änderung da ist bei dir. Ne? Das ist wirklich, wirklich gut, weil das ist wirklich wichtig auch für dich zu wissen, bestimmte Dinge loszulassen und auch einen Weg einzuschlagen, was mit Glück in Verbindung ist, also Glück. Es sollte ja Glück sein. Ja, also eine glückliche Wende, also für dich, weil das ist ja auch deine karmische Aufgabe, für dich den Glück zu finden, bin ich mir ganz sicher. Und wenn du das in dir selber wirklich gefunden hast, ne, dass du sagst, ich habe diesen Glück in mir selbst gefunden, dann habe ich das Gefühl, dann heilst du ihm auch dabei. Also er braucht auch Heilung, also auch in der Familienstruktur. Also die Lilien symbolisieren hier aber nicht nur das, sondern die Lilien symbolisieren auch hier, ja, dass es, wie gesagt, auch in der Anziehungskraft auch dann intensiver wird, ne? Und sind große Veränderungen zurzeit, so nehme ich das wahr. Also ich habe das Gefühl, dass jetzt auch schon der Vollmond schon eine bestimmte Auswirkung hier auf diese ganze Seelenprozess hat. Und ja. Das ist Wahnsinn, ne? Also jetzt auch jetzt für dich, für die Entwicklung, für die Veränderung, ne? Ja, also er hält das noch immer noch so ein bisschen im Verborgenen, das Ganze. Also es findet auch sehr viel in seinem Unterbewusstsein auch statt. Und ja. Also er macht das so mit sich selber aus, heimlich, ne? Und er möchte halt auch die Hoffnung nicht verlieren, dass es hier diese tiefe Liebe doch lebbar ist.
Und ja, das soll man auch nicht aufgeben. Ich finde, das ist viel zu kostbar, dass man das aufgibt, diese tiefe Liebe. Und das ist auch karmisch, steht die Wunscherfüllung da. Und der Brief, also ich sage, du wirst also auf jeden Fall nochmal eine Nachricht oder ein Brief von deinem Herzensmenschen auch bekommen, was dir auch wieder Hoffnung gibt. Und ja, du brauchst das gar nicht aufzugeben. Und die Blockade, im Grunde, was du jetzt hier an diese Blockade hast, die kann man ja lösen. Die kannst du jede Zeit hier auch loslassen. Die brauchst du gar nicht so, ne, für dich zu tragen, sondern du kannst auch wirklich diese tiefe Gefühle auch für dich zulassen. Das sagen dir die Karten. Also er wird definitiv eine Entscheidung treffen. So nehme ich ihn wahr. Er wird wirklich eine Entscheidung treffen. Das steht jetzt schon fest, wenn es sein Kummer oder seine Herausforderung überwunden hat. Und das ist so seine karmische Aufgabe, weil er möchte hier ankommen, er möchte zu Hause ankommen mit dir. So, ich ziehe dir noch eine Herzkarte, wenn die Legung so ein bisschen also größer gefallen ist, größer ausgefallen ist, freue dich da drauf. Und sei auch das nächste Mal dabei. Also Mittwoch ist immer ein Livestream. Freue ich mich auf dich. Schau mal. Also es kommt die heilige Vereinigung. Respektiere im Ort den anderen, wo allein die Liebe lebt. Hüte deine Beziehung wie ein Schatz. Die Liebe, die Umarmung, die romantische Liebe. Und du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Ja, wundervoll. Ich hoffe, du hast dich wieder gefunden. Schreib mir auch gerne in die Kommentare. So, sei auch das nächste Mal dabei. Ich sage Dankeschön und bis bald.